Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Master Builders. Ich habe den lieben Simon mit dabei. Guten Tag, lieber Simon. Lol. Hier ist lol. Einer, heißt ungespinnt. Schau ungespinnt mal. Und ungespielt. Lelololol. Wir haben gerade zusammen noch Castle Rush aufgenommen. Gibt's heute Abend. Ich brauche auf jeden Fall jetzt eine neue Tastatur. Das heißt, ich konnte euch auf jeden Fall schon mal freuen auf diverse Ausraster meinerseits. Ich glaube sogar, ich habe mir zwischendurch gewünscht, dass die Polizei kommt und in den Kopf schießt. Kann das sein? Ja, du hast dir gewünscht, dass die Polizei kommt. Ja, gut. Also wäre auf jeden Fall. Die ist auch gekommen. Die ist auf jeden Fall gekommen. Egal, Leute, jetzt zurück zu. Vielleicht habe ich heute Abend noch gewonnen. Wer weiß es ja. Aber auf jeden Fall. Wird es jetzt vielleicht wahrscheinlich wieder ein Erfolgserlebnis für mich geben. Schauen wir mal. Chicken müssen wir bauen. Okay, das wird schwierig, aber nicht unmöglich. Sag ich mal. Ich sage immer, ist alles möglich, ne? Ist alles möglich, sag ich immer, ne? Ist alles möglich. So, wahrscheinlich machen wir gerade genau das Gleiche. Glaubst du? Glaube ich, ja, tatsächlich. Zumindest habe ich da eine gute Idee. So. So, das wird ein wenig diffizil, sowas zu bauen. Aber ich denke mal, dass man, OMG Rebi, ich liebe deine Meisterwerke, vielen Dank. Ich denke mal, dass man das doch ganz gut bauen kann, sowas. Aber ich glaube nicht, dass es komplett unmöglich ist. So ein Hühnchen sollte doch möglich sein. Es sollte möglich sein. Wie sieht's bei dir aus, Simon? Bei mir ist alles möglich. Bei dir ist alles möglich, sehr schön, Leute. Das freut mich. So. Ich glaube, ich gehe mal hier mit. Und als Kontrast nehmen wir einfach mal. Das kann man, glaube ich, ganz gut nutzen, so. So. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar gute Sachen bei rumkommen von den anderen Leuten. Können wir es auch vorstellen. Dass von mir was Gutes kommt. Ja? Vielleicht? Glaubst du wirklich? Ich setze einfach nur ein Chicken auf den Boden. Mhm, das war's. Fertig. Das war's. Dein Plan auch? Nein. Quatsch, das wäre total dumm, wenn man das so machen würde. Tatsächlich ist das genau meine Idee gewesen, Simon. Das ist ein bisschen peinlich für mich. Aber gut. Macht nix. Tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert, okay? Okay. Alles klar. Folgendes, Leute, ich habe jetzt mal die Auswertung für den Stream hier angeschaut und viele Leute hätten gerne den Stream am Freitag. Wenn das jetzt für euch letztmalig okay ist, dann schreibt mir das bitte nochmal in die Kommentare. Dann würde ich den Stream tatsächlich gerne am Freitag vollziehen. Ja, dann wird Freitag der 24-Stunden-Stream, der lang angekündigte, stattfinden. Ich hoffe mal, dass es für euch alle cool ist und ihr auch alle darauf Bock habt. Also ich bin auf jeden Fall todes aufgeregt wieder, weil vor so einem Stream, ich weiß nicht, kennst du das, Simon, wenn man so einen großen Stream hat und sich dann sagt, so, man muss sich darauf vorbereiten, wenn man so vorher einkaufen geht und extra so Sachen dafür holt und sowas. Sich so sagt, okay, du willst jetzt da beim Stream nicht abkacken, weißt du, was ich meine? Ja. Man bereitet sich halt irgendwie schon drauf vor und genau das werde ich auch auf jeden Fall dann tun. Genau, Freunde, also wir werden auf jeden Fall wieder ordentlich Spaß haben, viele, viele Spiele spielen und viele nette Leute mit dabei haben. Ich glaube, du bist leider nicht da, ne? Du bist nicht dabei. Ich bin leider nicht da. Schade, Leute, aber ist nicht schlimm, ich meine, da würde ich mich sowieso nur aufregen. Stell dir mal vor, wir spielen Master, ach, hier Dingens Master Builders, wie heißt das? Castle Rush in einem Stream. Würde ich aber gerne mal machen. Würde ich wirklich tatsächlich gerne mal machen, aber ich glaube, da raste ich komplett aus. Dann sehen die Leute einmal, wie lange es dauert, eine komplette Folge Castle Rush zu produzieren. Das ist nämlich gar nicht so kurz. Das braucht nämlich einiges an Zeit, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, das wäre mal ganz unterhaltsam, oder? Ich glaube auch. Können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. So. Das sieht doch schon mal ganz squeaky aus. Dann machen wir doch mal, das machen wir aus. So. Ich hoffe mal, ich werde fertig, Alter. Wirst du fertig mit deinem? Es ist schon ein bisschen knapp. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich nicht fertig. Wäre ein bisschen schade drum, weil ich mir eigentlich echt Mühe gegeben habe. Ich mir auch. Ja, wobei vielleicht doch. Mal gucken. So. So. Ach Gott, erzähl mal, Simon, was hast du eben bei der Aufnahme gefühlt? Gut, Trauer. Emotions. Das hat ja, Emotions hast du gefühlt? Ja. Hat ja auch irgendwie zu meinem Dungeon gepasst, ne? Ja. Ja.
Muss mich gerade konzentrieren, noch eine Minute, ich will es fertig kriegen. Ich merke das schon, ich merke das schon. Bei mir ist es aber genauso. Oh Gott. Es ist nicht einfach. So. 30 Sekunden, das könnte ich schaffen. Ich glaube, ich habe es sogar geschafft. Oh nein, ich möchte noch eine Sache dazu bauen, schnell. Okay, ja, ich hab's geschafft. Oh, nice. Shit, ich hab richtig verkackt. Okay, schauen wir mal, was hierbei rumkommt. Das ist gar nicht so schlecht, das finde ich sogar gut, würde ich sagen. Nee, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Kann man moken, finde ich ganz nice. Finde ich ganz schön. Auf jeden Fall ein schönes Video geworden. Von Flipo LP. Ich bin mal gespannt, was du gebaut hast, Alter, Simon. Echt. Alles klar. Er hat einfach das KFC-Logo gebaut. Das ist schon awesome. Würdest du sagen? Ich würde sagen, meh. Also, das war locker dieser Mr. Morgan-Typ hier. Locker war der das. Locker. Nein, ich war das. Als ob. Ich dachte mir, lell, aber ich habe außerdem hier das Rote drin gelassen. Gut, das sieht irgendwie ein bisschen hässlich aus. Ja, das ist schon einmal Eisablinien. Das ist schon mal Eisablinien. Tut mir leid, Alter. Das ist ziemlich, ziemlich hässlich. Alter, es war so ein hässliches KFC-Logo. Ich dachte einfach, ach, scheißegal. Hä, war das von ungespinnt? Ja, sieh mal, bauen könnt ihr irgendwie beide nicht, ne? Sehr gut. Guck mal, das hier, das hat einen Kopfschuss bekommen. Alter. Hier ist dann noch im Kopf. Ja, da würde ich sagen, meh, maximal, tut mir leid. Also ist okay, aber mehr nicht. Also, fettes Huhn, schreibt einer. Oh, es wird zersprengt, weil es zu hässlich ist. Auf jeden Fall geil, Lon. Oh, yo, krass. Das ist wie so ein Minecraft-Hühnchen, ne? Das finde ich ganz geil. Da gebe ich mal amazing. Weil da fehlt nämlich oben, hier fehlt was im Kopf, da kann man den Kopf rein. Ah, hast du gedacht, ne? Auch ein Amazing gegeben. Echt? Das ist aber auch nicht schlecht hier. Da gebe ich auch mal ein Amazing. Nee. Da gebe ich ein Good. Da gebe ich ein Good. Weil das hat nicht verschiedene Farben. Deshalb, Deins war schon schön. Dann meins war schon schön. Ich glaube, dass sie gewinnt trotzdem, weil die Leute immer gegen mich voten. Weil immer, wenn ich denke, ich habe was richtig Gutes gebaut, dann verliere ich trotzdem. Meins war... Guck mal, das hier. Kennst du noch diese Eulen von früher? Wie heißen die? Die man... Ja. Weißt du, was ich meine? Everything is awesome, wow. Nee, diese Eulen, die man früher hatte, mit denen man spielen konnte, diese Spieleulen, die so Batterien hatten. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie die heißen, Mann. Furbies. Also. Hier, guck mal hier. Das ist ganz gut, oder, Simon? Guck, der Kürbis geht aus und an. Warum geht der außen an? Ja, weiß ich nicht. Hi Unge, hi Revi. Ja, cool. Oh, mal Eis am Bleeding. Geil, auf jeden Fall, mal Eis am Bleeding. Guck mal, es war einfach zu hässlich. Richtiges Tschernobyl-Hühnchen. Richtiges Tschernobyl-Hühnchen. Oh, mein Eis am Bleeding. Pixelcrafter, Alter, hör auf. Das ist das damit. Beste. Ich hoffe, das gewinnt. Okay, ja, das ist auch nicht das schlecht. Ist der Standard, ne? Das ist so. It's okay, würde ich sagen, ne? Ja, es ist okay. Es ist halt nichts Besonderes irgendwie. Aber es ist schon okay, gut. Fast gut, würde ich sagen. Ja, so ist es zwischen It's okay und gut, hätte ich auch gesagt. Vom Bancraft OP. Ist auf jeden Fall nice. Also, Chernobyl-Hühnchen war auf jeden Fall eben Beste. Aber die können alle hier ganz gut bauen in der Runde, ne? Ja, es ist auch okay. Würde ich auch sagen, it's okay, ja. Also hier würde ich halt eher sagen, ja doch, ist auch vollkommen in Ordnung. Also, keine Ahnung, ist jetzt nichts Besonderes, so einfach das Minecraft-Hühnchen nachgebaut. Ist okay, kann man machen, kann man moken. Kann maken, oder? Das ist nice. Guck mal, dem Hühnchen wird einfach der Kopf abgetrennt, Alter. Das ist mal im Schlachthof, Junge. Hoffentlich explodiert das. Dem wurde einfach der Kopf abgehackt, Alter. Richtig grausam. Und vor allem ist, richtig nice, wenn man so sieht, wie ein Hühnchen explodiert. Ja, nice. Richtig geiles Gefühl. Richtig geil. Okay, ich bin mal gespannt, wer gewonnen hat. Au! Oh, damn nice! Okay, nice. Sehr schön, freut mich. Vielen Dank, Leute, es freut mich. Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde. Ich bin nicht mal letzter gewesen mit KFC. Leute, das war's auf jeden Fall von dieser wunderschönen Runde. Wir haben noch eine beim Simon aufgenommen. Checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal aus. Ja, und hab ich was Schöneres gebaut. Hat er auf jeden Fall was Schöneres gebaut. Macht's gut. Nee, hab ich nicht, das ist doch schlimmer.
Lasst einen Daumen hoch da. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschüss.